Wir haben jetzt hier festgestellt, es ist keine Atmung vorhanden und beginnen dann mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Dabei beginnen wir immer grundsätzlich mit den Oberbauchkompressionen und die zwei Beatmungen kommen erst im Anschluss. Das Verhältnis von Beatmungen zu den Kompressionen beträgt 30 zu 2. Also wir drücken 30 Mal und beatmen 2 Mal. Der Druckpunkt ist ungefähr das untere Drittel des Brustbeins bei den Menschen. Das heißt, wir schauen hier, das Brustbein verbindet unsere Rippen miteinander, wir tasten unser eigenes Brustbein ab, beziehungsweise das der Person, und schauen dann, dass wir da im unteren Drittel sind. Es liegt hier ungefähr zwischen den beiden Brustwarzen der Puppe. Anschließend setzen wir an und versuchen mit unserem Handballen einen möglichst punktierten Druckpunkt, einen punktuellen Druckpunkt zu finden. Wir drücken ungefähr 5 bis 6 cm tief, das 30 Mal. Also in etwa so. Das Beatmen folgt im Anschluss. Dazu ist es wieder wichtig, den Kopf zu überstrecken. Wir ziehen, wir können entweder durch Mund oder durch die Nase beatmen. Wenn wir durch den Mund beatmen, überstrecken wir den Kopf, verschließen mit zwei Fingern die Nasenlöcher und umschließen mit unserem Mundwinkel, mit unseren Lippen, die Lippen der Person. Dabei ist wichtig, nicht zu viel Luft einzuatmen bzw. der betroffenen Person zu geben, denn wir atmen ja auch nicht unser komplettes Lungenvolumen ein und aus, wenn wir normal uns verhalten, keinen Sport treiben oder sehr aufgeregt sind. Eine Spende durch die Nase ist auch möglich, dabei muss auch der Kopf überstreckt werden. Wir drücken unseren Daumen, den wir zwischen Lippe und Kinn legen, die Lippen zu und setzen dann unsere Lippen einfach um die Nasenlöcher. So, jetzt möchte ich den Zyklus euch noch einmal komplett zeigen und von Anfang an. Hallo, hallo, können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Das waren ungefähr 3 Zyklen. Wir führen diese Spende so lange durch, bis der Notarzt kommt und sagt, dass er eben nicht mehr vonnöten ist.